Okay. Wir sind in einer, wir sind neuen Gegnern über den Weg gelaufen. Das SFOD-Team ist dabei, das Amaken-Hauptquartier zu infiltrieren. Sie wissen nicht, wie viele Gegner da sind. Und der Körper ist ein Amaken-Forscher namens Charles Habegger. Den Namen wussten wir ja schon. Wir sollen weiterhin Paxton Fett eliminieren und die Anzahl von Gegnern dezimieren. Okay. Huh. Die haben menschliche Überreste gefunden. Jin weiß nicht genau, meinte Chris. Okay. Jin denkt, es könnte Tchaikovsky sein, aber ist sich nicht sicher. Aber Tchaikovskys Daten sind noch irgendwie existent, also seine Lebenszeichen, seine Vitalzeichen. Okay, wie machen wir das? Hör doch gerade noch einmal. Ah, da bist du. Upsi. Ich hätte noch mehr. Guten Tag. Also, er hat gehört, dass hier irgendwas Verrücktes abgeht und fragt halt nach, ob es der Person da am Telefon gut geht und so. Ja. Und ob die was uns weiter unternehmen, aber anscheinend. Da ist noch einer. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt und Überraschung. Ich glaube, das war's jetzt. Ich hoffe, das war's jetzt. Das Flackern ist ein bisschen nervig. Es tut mir auch leid, das ist wahrscheinlich durch den durch diese Sachen mit den FPS. Aus irgendeinem Grund wird das Spiel die FPS unter 30. Also das höchste, was ich hingekriegt habe, war so 19. Warum auch immer. Selbst wenn ich es runtergestellt habe. Und
Ich habe halt eine Möglichkeit gefunden, die FPS zu erhöhen. Okay. Laut der Polizei gab es hier einen Zwischenfall und Leute wurden hier verletzt und so. Aber richtig darüber reden will keiner, anscheinend. Was haben wir jetzt gemacht? Ich da wieder rein? Ah! Nee, und ich habe halt eine ein Programm drin, eine Mod, nenne ich es mal, das dafür sorgt, dass ich halt FPS, mehr FPS halt rauskriege. So wie es halt eigentlich eher sein sollte. Allerdings scheint das dazu zu sorgen, dass es manchmal ein bisschen weird läuft. Aber es ist halt auch schon älter, das Spiel. Minen. Minen ist auf 5. Ja, und halt das mit den Untertiteln habe ich halt drin. Das ist auch ganz nett. Apropos ganz nett, das war sehr knapp. Gut, dass ich genug Medikits aufgesammelt habe. Das ist auch recht hilfreich. Was? 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 Tag. Tschö. Okay. Okay. Was, den hat's nicht mal erwischt? Game Pause? Wieso Game Pause? Wie ihn das hingekriegt? Das Spiel pausiert. Okay. Catch! 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 Ich sehe nicht mal was. Das ist halt wirklich so dieses. Ich. Hab ich ihn? Nee, ich hab ihn nicht mehr. Jetzt bitte. Ich hab ihn. Ich glaube, ich hab ihn. Hab ich ihn? Ja, sieht so aus. Gut, die Waffe ist A-Layer. Nehmen wir die mit. Ein Medikit habe ich noch. Ich weiß gar nicht, ob man die Medikits sieht, wenn ich meine Kamera da habe. Wieder durch das Dreckswasser. Hey, wenn die Mission abgeschlossen ist, sind die Gegner mein kleinstes Problem, denn ist eher das Problem.
Dass man, wer weiß, was hat, wie man hier durch dieses ganze Wasser geschwommen ist. Geht, geht, geht. Okay. So cool der ist. Ich nehme die Schrotflinte mit. Scusi, ich möchte daran. Sorry. Dann nagel ich ihn an die Leiter und komme da fast nicht hoch. Where is Omar? I don't know what you're talking about. Some secrets get buried deeper than others. But I know where to dig. No, wait! You've got the wrong guy! Hush now, Mr. Moody. The time for talk is done. Please! No! Okay, Paxton sucht nach jemanden. Und wollte halt diesen Forscher da befragen, aber der Forscher ist der Meinung, ja, er hätte den falschen. Lüftungsschächte.